So, da bin ich wieder zurück. Das reicht gerade leider nur für 17 Cobblestone Frames. Wobei, ich habe mehr Gras aufgesammelt, ne? Ja. Aber mit 17 wisst ihr jetzt ja auch nicht so richtig was, ne? Ich denke mir mal, dass ich das auch kombinieren werde. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich wirklich Cobblestone brauche. Aua! Ob das nicht einfach auch stumpf mit, komm Mädel, bleib hier, geh nicht so weiter. Oh, das ist gut, use, kann ich schaden, auch wenn die vielleicht nichts bringen und gleich nochmal einen hinterher. Au, Leather Chest Ammo, was trage ich denn hier überhaupt? Ich trage orange, nee, gelb, 250. 274. Ich würde sagen, mach den Kohl jetzt nicht fett, ne? Behalten wir erstmal. Scrap. So. Können wir uns dann ja überlegen, was wir damit machen. Ich sammle hier nochmal ein paar Steine an. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mit 230 Cobblestones so gut über die Runden komme. Ich glaube es einfach nicht. Ich sollte mir hier schnellstmöglich einen Schlafsack herstellen, damit, wenn ich mal wirklich sterben sollte, möglichst, reicht das schon? Ja, das reicht. Möglichst nah an meinem Loot spawnen, ne? Das wäre sonst blöd. Okay, dann gucken wir hier mal über den Hügel, in welche Richtung wir hier so kommen. Ja, hier oben ist Schnee. Das ist etwas, was mir jetzt nicht so sehr zusagt. Ah, hier haben wir, dafür haben wir Clay hier nochmal en masse. Ein Hirsch. Bin hier gerade erstmal nur stiller Beobachter. Diese Straße sieht auch zusammen. Oh. Oh! Diese ist plötzlich von mir gespawnt und habt ihr es gesehen? Das ist ja unangenehm. Auch gut, dass ich noch nicht weitergelaufen bin. Ich kann das mit dem Schneegeräuschen nicht einschätzen hier. Hab ich doch eiskalt dann vorbei geschossen, oder? Ah ja, den habe ich jetzt auch nicht aufmerksam gemacht. Wow, wow. Deshalb will ich nicht im Schnee bleiben. Kommt gar nicht in Frage, Schnee. Das macht mir, die sind mir zu heftig, die Zombies. Muss mir das Leben ja nicht künstlich schwer machen, ne? Mal gucken, wie wir hier möglichst unentdeckt reinkommen. Das ist doch eine Apotheke da drüben. Und dann haben wir hier noch eine Tankstelle. Und irgendwo grunzt mich da auch schon wieder was an. Oh, da kommen wieder mehr Zombies, als es sollten. Und kombiniert mit Schneezombies ist das besonders lecker. Oh, da drüben sind jetzt einige gespawnt. Ich weiß gar nicht, ob ich die so einfach leise abknallen kann alle. Oder ob ich dafür viel zu viel Munition brauche. Irgendwie habe ich meinen Sneak Damage Bonus gerade auch gar nicht. Gut, dass der Tag noch jung ist. Hier sind mehr als ich möchte. Okay, der hat ja mal gesessen da. Die fangen jetzt auch gerade schon gut an zu randalieren. Ich bin aber nur sensed. Ich bin noch nicht wirklich hunted. Okay, ich bin hunted. Das ist auch was für die Outtakes, ne, oder?
Okay, jetzt kommen sie anscheinend doch aus allen Richtungen. Solange hier nicht die ganze Umgebung noch dazu gerufen wird. Oh, da habe ich es auch wirklich schlecht gezählt, weil. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das ist kein. Okay. Ich habe jetzt auf alle Fälle doch die volle Aufmerksamkeit der Gruppe hier. Aus allen Richtungen. Ah. Sind aber auch nur noch 5. Das hält sich in Grenzen. 6. So, und wenn die weg sind, dann sollte es das ja gewesen sein, ne? Ich glaube, ich mache mal eine Ausnahme. So, ich glaube, das reicht jetzt auch. Wir sind hier hoffentlich auch nicht. Was war das denn für ein Geräusch? Das klingt ja ganz unschön. Die Schneezombies so ein. Take. Moment, kann ich das nicht scrappen? Scrap. Sleeping Bag, da müssen wir uns mal schnell herstellen. Kann man das nicht mehr so scrappen, wenn man es. Nee, kann man anscheinend nicht mehr. Hey, aber ich habe doch auf alle Fälle jetzt auch einen Ort, wo ich über Nacht mal bleiben kann. Ich hätte hier jetzt einen Ort, wo ich durchaus auch die nächste Nachthorde verbringen kann. Und das finde ich gut. Und zwar auch dem da vielleicht. Mädel, weißt du was? Okay, ja, hier könnte man bleiben. Da könnte man eine Nachthorde abwarten, oder? Auf diesen verbrannten, naja, mal gucken. Oder auf dem da, das ist ein Steinhaus, das erscheint mir eleganter zu sein. Klingt ein bisschen mal wie ein Spider. Auto mal untersuchen hier. Wichtig. Und Moment, ich habe eine Nachricht. Von wem denn? Ja. Bruderherz wollte mich anrufen. Grab, den muss ich da mal zurückrufen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durchs Fenster. Das erscheint mir gerade am einfachsten zu sein. Und dann setze ich da noch welche vor und hier noch welche vor. Und damit fühle ich mich auch halbwegs sicher. So. Dann sacken wir uns doch mal Medizin ein. Wie blöd. Und Alkohol. Super Sache. 1A. Top. Der kann weg hier. Bloodbag. Ein Rezept wäre auch mal ganz geil. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Und nehmen wir erstmal mit. Dann essen wir das mal eben schnell. Warum hat das denn nur. Okay. Warum auch immer das jetzt nur eine gebracht hat. Naja, ein Spinnst. Ein
Splint muss ich jetzt nicht. Den kann ich als erstes hier mal wieder wegschmeißen. Wobei ich spiele ja eh ohne Respawn, ne? Dann können wir es ja auch da reinpacken. Auch gut. Mhm. Ja, Bandagen kommen lassen wir. Ich habe so viele Zeltlager in der Umgebung gesehen. Noch mehr Splinte. Unlocked. Okay, was haben wir denn da noch drin? Auch Bloodbags. Ich brauche ein Rezept für die Medipacks. Mensch, die First Aid Kits. Das wäre eine großartige Sache, wenn ich da eins finden würde. Ich kann sie mir aber noch nicht herstellen. So, ne, an Bloodbags und sowas soll es mir jetzt ja gerade nicht mangeln. Das ist ja das Ding. Aber das lohnt sich hier gerade mal richtig. Da bin ich ja echt genau in die richtige Richtung gerannt. Okay. Das deckt gerade auch nicht mehr höher. Ja, okay, noch mehr Gläser kriege ich gerade auch nicht mit. Sei nicht, lass die. Ach komm, ich lass dich. Gläser finde ich gerade nicht unwichtig. Hm. Okay, Bandagen hat es hier noch reichlich. Und leere Gläser. Müsst ihr mal in eure örtliche Apotheke gehen und sagen, ich hätte ganz gern 20 leere Gläser. Ich glaube, dann gucken die euch auch blöd an. Könnte natürlich auch auf der Apotheke einfach die Nachtorde mal abfragen. Da gehen wir aber mal rein hier. Handelbar Schematics. Das ist gut. Gar nicht mit gerechnet hier. Und das heißt, ich kann mir jetzt so einen Lenker herstellen, ne? Man müsste einen Lenker finden, dachte ich immer. Wieso konnte ich den jetzt scrappen und dann auch doch wieder irgendwie nicht? Nicht verstanden. 13.55 Uhr. 13.55 Uhr. Der Kaffee. Gucken wir da nochmal in den Müll rein. Wer weiß, vielleicht liegt ja hier im Müll das Rezept. Nee. Da würde ich ganz gerne mal eben durch. Nee, erst damit. Kann die. Die hören sich mal ein bisschen wie Spider-Punks an, die Jungs. Wirklich. Ganz schwierig. Diese Schneezombies, die ist auch versperrt. Schade. Also Zeit haben wir ja noch. Allerdings, wie gesagt, bis Tag 27. bis die nächste Nachbarorte kommt. Ich bin jetzt gerade noch nicht so wirklich tätig gewesen. Ne? Vielleicht, vielleicht wäre es wirklich das Cleverste, einfach auf irgendeinem Gebäude zu bleiben, weil. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich bis dahin irgendwas fertig gebaut haben werde. Gut, gucken wir uns das hier nochmal an. Iron Chest Schematics, Reed. Super, nehmen wir mit. Können wir uns eine eiserne Chest bauen? Den nehmen wir mit hier, den Scrap Metal. Den nehmen wir auch nochmal mit. Jo, im Wesentlichen war es das jetzt hier, ne? Ich glaube. Ich gehe mal raus. Auch nochmal zwei Wasser. Alles in allem ein unheimlich erfolgreicher Ausflug. Naja, komm, ich habe einen Lilan. Besser geht's gar nicht als Lila. Wir gucken hier nochmal rein. Federn, auch nicht schlecht.
Blueberry Seeds, die ich nicht unbedingt brauche. Na, du Schwein. Oh, auch nochmal ein Auto. Ist das Ding jetzt gescrapped? Ja, ist gescrapped. Okay. Okay, so. Wenn ich auf die Uhr gucke, stelle ich fest, Zeit ist auch schon wieder um. Mal gucken, was hier noch im Outro ist und dann verabschiede ich mich für diese Folge von euch. Gascan. Ich glaube, ich lasse die Baumwolle hier und nehme die Gascan mit. Das erscheint mir ganz sinnvoll zu sein. Ah ja, okay. So, okay, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.